Willkommen und willkommen zurück. Dieses Video bezieht sich mal wieder auf das Thema Projektarbeit. Ich habe einige Videos zu diesem Thema gemacht, weil im Moment die Fragen wieder sehr stark auftauchen, weil im Moment wieder Projektarbeit Saison ist. Und ich möchte in diesem Video speziell eingehen nochmal auf die Gliederung. Und ich habe das Video genannt, die Sache mit der Gliederung, um anzudeuten, dass es hier unterschiedliche Sichtweisen gibt. Meine persönliche Sichtweise ist, dass für die Gliederung die Zahl 5 eine gute Richtgröße ist und damit meine ich 5 Hauptpunkte. Eine Projektarbeit sollte ungefähr 5 Hauptpunkte haben, das ist eine Richtgröße, kein Korsett, keine diktatorische Vorgabe, eine Richtgröße. Ich meine nämlich auch, dass der Inhalt, also das, was man zu sagen hat, die Gliederung bestimmen sollte. So, und jetzt kommt, warum das Video heißt die Sache mit der Gliederung, weil es scheint mir schon wieder anders zu laufen. Es scheint mir zu sein, dass in manchen Kammern mittlerweile sogenannte Betreuer sitzen, die feste Schemata da liegen haben und anhand der Themenvorschläge abgleichen mit diesen Schemata ohne betriebswirtschaftliche Fachkompetenz, ohne zu wissen, was derjenige eigentlich genau schreiben will. Und dann sagen, ihre Gliederung, die hat aber nur x Punkte, sollte aber y, also damit meine ich die Anzahl, Punkte haben. Ja, und das ist schon wieder eine ziemlich bedenkliche Tendenz, dass man die Leute wieder in bestimmte Vorgaben, Schubladen, Korsetts, nennt es wie ihr wollt, zwängt und ihnen wieder mal das Denken abgewöhnt. Ja, und die Leute, die da sitzen, die wissen wahrscheinlich gar nicht, was sie da tun. Also meine ich im doppelten Sinne. Ja, einmal wissen sie von der Fachkompetenz nicht, was sie da tun, und sie wissen auch nicht, was sie anrichten. Sie sind eingestellt worden und das ist jetzt ihre Aufgabe. Und wenn ich nicht wüsste, dass man in den letzten Jahren, Jahrzehnten systematisch das Bildungssystem weitgehend versucht hat, kaputt zu machen und da weitgehend auch erfolgreich mit war, würde ich das vielleicht auch gar nicht sehen. Aber wenn man diesen großen Zusammenhang einmal erkannt hat, dann sieht man, dass da auch wieder, und deswegen heißt das Video die Sache mit der Gliederung, dass da wieder eine ungute Sache läuft. Wie lösen wir jetzt das Problem? Wie löst der Prüfungskandidat das Problem? Heute hat mir jemand eine Ausarbeitung, ein PDF geschickt von einer jungen Dame, Dagmar Link mit 2G. Und zwar von der Seite Beruf und Studium.net. Beruf und Studium zusammengeschrieben.net. Das kann man sich da herunterladen. Das ist ein sehr gutes PDF. Sehr gut ausgearbeitet, sehr klar, sehr verständlich. Ermöglicht den unmittelbaren Zugriff, weil mit Zwischenüberschriften gearbeitet wurde. Sehr gutes Skript. Also, wenn Sie da weitere Inspiration brauchen oder noch zu weiteren Fragen Antworten suchen, was Ihre Projektarbeit angeht, empfehle ich Ihnen dieses Skript von dieser Seite. Eine Sache, da gibt sie auch ein Beispiel. Sie schreibt aber Beispiel. Sie sagt nicht Korsett oder Vorgabe, eine Beispielgliederung. Das Problem ist immer hier, dass die Leute dieses Beispiel da nehmen und versuchen dann ihr Zeug so hinzubiegen, dass es zu diesem Beispiel passt. Denn wie gesagt, unsere sogenannte Bildung in Deutschland ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten nichts anderes gewesen als ein systematisches Abtrainieren des eigenen Denkens. Und statt dass die Leute sich um ihren Inhalt kümmern und überlegen, wie kann ich den sinnvoll gliedern, suchen sie Vorgaben, suchen sie Checklisten, damit sie bloß nicht denken müssen. Und diese Beispielgliederung und auch als solche gekennzeichnet, sie schreibt Beispielgliederung, die sich bewährt hat, naja, da deutet sie schon so ein bisschen an, dass das doch so eine allgemeine Vorgabe sein könnte. Also dieser zweite Satz ist vielleicht nicht ganz so glücklich. Diese Beispielgliederung hat 7 Punkte. Allerdings mit einer Einschränkung. Denn ihr fünfter Punkt bezieht sich auf den technischen Betriebswirt, der in der Regel haben diese Arbeiten einen technischen Teil. Das sind 7 Punkte.
Sie fängt an, ich mache es mal kurz, ich deute es mal an. Erstens ist die Unternehmensvorstellung, zweitens ist die Ist-Situation, drittens ist die Problemstellung, viertens ist die Soll-Situation, fünftens, und das ist quasi jetzt ein Einschub, so verstehe ich es, ist die technische Betrachtung beim technischen Betriebswirt, also ich nenne es mal TB, technische Betrachtung. Sechstens ist die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und siebtens ist Empfehlung und Fazit. Ich schreibe mal F für Fazit. Fazit. So. Ja, das bietet sie an als Beispielregierung und das wiederum finde ich jetzt von diesem sehr guten Skript. Noch einmal, das Skript ist sehr gut. Lohnt sich wirklich, das herunterzuladen, wenn man im Moment mit Projektarbeit beschäftigt ist und zu studieren, was sie da sonst schreibt. Zeigt auch, dass sie Erfahrung hat, dass sie weiß, von was sie redet. Aber hier habe ich so ein bisschen Probleme. Und zwar zum Beispiel hier. Also das erste ist Unternehmensvorstellung. Das habe ich schon in anderen Videos gesagt. So beginnen Projektarbeiten. Und ich habe sogar gesagt, wenn ihr noch gar nicht euer Thema habt, wenn ihr nicht wisst, welches der beiden Themen ihr bekommt, könnt ihr trotzdem eure Unternehmensvorstellung schon mal schreiben. Und ich habe auch ein Video gemacht, wo ich die Punkte nenne, die da reingehören und gesagt, was da nicht reingehört. Zum Beispiel die Unternehmensgeschichte gehört da nicht rein. Also hier bin ich absolut einverstanden. Das zweite und dritte, das sehe ich ein bisschen als problematisch an. Ich sehe nicht, dass jemand aus einer Ist-Situation einen Hauptpunkt machen kann und einen weiteren Hauptpunkt mit Problemstellung. Denn ein Hauptpunkt kann nur ein Hauptpunkt sein, wenn er eine bestimmte Fülle an Informationen enthält. Das kann also nicht eine halbe Seite sein. Ja, ein Hauptpunkt kann nicht eine halbe Seite sein, sondern müssen, um mal eine Zahl zu sagen, sollten das vielleicht zwei, drei Seiten, vielleicht mehr sein als diese mindestens zwei oder drei Seiten sollten es sein, in Relation zum gesamten Umfang, der ja irgendwo. Und da bin ich wieder mit dir einverstanden, bei 25 Seiten sich auspendeln könnte, zwischen 20 und 30 Seiten liegen sollte. Auch das ist nur eine Richtgröße, kein Korsett. Ja, also die Ist-Situation ist die Problemstellung. Ja, also das hier wird zu einem Punkt, das sind keine zwei Punkte. Na, das ist also sehr, sehr schwer und bitte zeigt mir das, dass es möglich ist, in einer Projektarbeit, nachdem man das Unternehmen vorgestellt hat, die Problemstellung, Entschuldigung, die Ist-Situation zu beschreiben, ohne Dinge zu wiederholen, die man schon in der Unternehmensvorstellung gesagt hat, und die Ist-Situation zu beschreiben, ohne auf die Problemstellung einzugehen. Es gibt sicher Themen und sicher sind mir auch schon solche Themen untergekommen, wo das möglich ist, dass die Ist-Situation erstmal, also dass man ein Unternehmen hat mit komplexen Fertigungsverfahren oder sonst irgendwelchen komplizierten oder komplexen Abläufen und dass man erstmal die Ist-Situation über die Unternehmensvorstellung hinaus speziell beschreiben muss. Dass das Thema also so spezifisch ist, dass es mindestens zwei oder drei Seiten erfordert, bis man zur Problemstellung kommen kann. Ich will nicht sagen, dass es das nicht gibt. Ich sage aber, dass das selten ist. Selten. Ja, die meisten Problemstellungen ergeben sich unmittelbar aus einer kurz geschilderten Ist-Situation, sodass man diese beiden Punkte zusammenfassen kann. Ja, also es ist ein Punkt, es sind in der Regel keine zwei Punkte. Aber es gilt, Inhalt bestimmt Gliederung. Wenn man jetzt also hier eine komplexe, komplizierte oder komplexe inhaltliche Situation hat, die erfordert, dass man erst die Ist-Situation schildern muss, um dann auf die Problemstellung zu kommen, dann sind die beiden Punkte gerechtfertigt. Ja, aber das erfordert wieder eigenes Denken, das bedeutet wieder vom Inhalt zur Gliederung zu gehen und nicht vom vorgegebenen Korsett und da irgendwie seine Inhalte reinzuquetschen. Das erfordert wieder eigenständiges Denken, was man offensichtlich nicht in diesem Skript, aber durch diese Berater da bei den Kammern versucht, den Leuten abzugewöhnen.
Also das ist in der Regel ein Punkt hier. So, wenn man jetzt diesen fünften Punkt einklammert, weil das für die technische Betrachtung beim technischen Betriebswirt nur eventuell gilt. Und was ist da bitte der Unterschied zur Ist-Situation? Kann man das dann nicht schon in der Ist-Situation schildern, diese technischen Dinge? Ja, wenn man das also einklammert bzw. streicht bzw. sagt, das kann man doch in der Ist-Situation sagen. Hier ist es gegebenenfalls sinnvoll, in der Ist-Situation die technischen Voraussetzungen zu schreiben. Ja? So, aber irgendwo ist hier Redundanz. Na? Also ich sehe hier eher 6 oder tendenziell 5 Punkte. Ja? Wenn man die Redundanz hier rausnimmt. Ja? Die technische Betrachtung, der theoretische Teil, der nicht zu theoretisch, sie schreibt hier theoretischer Teil bei bestimmten Themen. Okay, sie schränkt es ein, also da muss man vorsichtig sein. Wenn man in der Projektarbeit Richtung Theorie geht, wird es kritisch, denn Projekt ist eine praktische Sache, eine Sache, die Anfang und Ende hat, die mit praktischer Umsetzung zu tun hat, nicht Theorie. Bitte nicht Definitionen diskutieren. Professor X definiert. Und dann kommt irgendwas aus ihrer Themenüberschrift, Controlling oder was. Sie schreiben ein Controlling-Thema. Professor X definiert Controlling so, Professor Y definiert Controlling so. Und dann diskutieren Sie erstmal Begriffe auf 3 Seiten. Bitte machen Sie das nicht. Ne? Also alles, was mit Theorie daherkommt, ist gefährlich. Das ist nicht das, was eine Projektarbeit verlangt. Also, das ist die Sache, deswegen habe ich das genannt, die Sache mit der Gliederung. Also ich bleibe dabei, eine gute Richtgröße sind 5. Ich lasse mich gegebenenfalls, wenn der Inhalt es hergibt, auch überzeugen, dass es in diesem speziellen Fall sinnvoll ist, 6 Punkte zu machen. Und ich glaube, da bin ich auch wieder d'accord mit diesem Skript, weil ich glaube, das soll auch ausgesagt werden hier. Hätte man vielleicht das ein bisschen einklammern können. 5, maximal 6. Ja, das ist so, wie gesagt, eine Richtgröße. Aber Leute, denkt vom Inhalt zur Gliederung. Holt euch nicht irgendwelche Vorgaben und versucht dann, euer Zeug dann in dieses Korsett zu zwängen. Ja, obwohl die Dynamik von der Kammer, wie ich das jetzt bei jetzt schon der zweiten Kammer feststelle, wieder in die Richtung geht. Ja? Den Leuten das Denken abzugewöhnen und sie in vorgefertigte Schemata zu pressen. Keine gute Entwicklung. Für Prüfungstipps und Lernhilfen klicken Sie auf den Link unter diesem Video.